Sorry, Baran, tschüss. Fail. Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak, Andreas Kraus. Heute geht es um diese Fläche hier. Und zwar zeige ich jetzt, was nach der Sandaktion vor einigen Wochen hier mit der Fläche passiert ist, nämlich der Sand ist weg. Und wie heißt mein Motto? Sand geht immer. Sand geht immer. Ja, ich habe hier nochmal kräftig gesandet und ich habe versucht, diesen Übergang von dem oberen Bereich hier in den unteren Bereich so ein bisschen flacher zu gestalten, weil ich mähe leider mit meinen schweren Spindelmähern immer hier wieder Kanten rein. Die eine Bahn ist so und die andere Bahn ist dann gerade in diesem Bogenbereich dann schon wieder so. Und genau in der Ecke drückt der Mäher immer so ganz blöde Kanten in diese Fläche rein. Es wäre eigentlich viel besser gewesen, hier auf einer Linie diese Welle zu gestalten. Haben wir nicht so gemacht. Jetzt ist so ein bisschen hier schüsselförmig, so theaterförmig, amphitheaterförmig geschüsselt, dieser Übergangsbereich. Und deswegen haben wir hier nochmal ordentlich Sand draufgebracht, um diesen Übergang so ein bisschen zu glätten. Ja, das Erstaunliche an Sand ist, wie sagte ein Kollege, der Rasen frisst den Sand auf. Das Gras wächst ganz schnell durch und es wird auch ganz schnell wieder dicht. Und dann sieht man vom Sand nichts mehr. Wenn ich jetzt hier so poole, dann findet man tatsächlich darunter noch den Sand. Aber der Rasen ist schon wieder so dicht. Das ist einfach erstaunlich. Ja, in diesem Video zeige ich euch also, wie ich hier gesandet habe. Ich habe auch die Südkante vorne gesandet, um da so ein paar Wellen auszugleichen. Man kann nicht so viel Sand auf den Rasen drauf werfen. Ich sage immer so 10 bis maximal 20 mm. Und man darf vor allen Dingen das Gras nicht bedecken, abdecken, dann ist das Gras tot, dann kommt es nicht mehr durch. Es müssen immer noch einige Halme sichtbar sein, also schön einarbeiten den Sand, dann ist ruckzuck diese Fläche wieder grün. Ja, darum geht es im heutigen Video. Viel Spaß dabei! Yeah! Ja, wir wollen heute meinen letzten Sand hier verteilen. Den da, den letzten Sand. Das. Wahnsinn, ey. Rasen wächst. Rasen, hier. Das ist unglaublich. Rasen wächst in reinem Sand. Unfassbar.
ganz sanft rauf und runter, so sanft, so smooth. So soll es sein. So, weiß ich auch nicht. Also immer das Gleiche. Man macht immer die gleichen Sachen. Und nie ist man fertig. Da ist auch noch ein Loch. Mag ich nicht mehr. Nee, Schluss jetzt. Danke fürs Zuschauen. Schluss. Ah. So, lieber Radwegs, hier seht ihr halt eben genau so eine Kante, die mich unglaublich ärgert. Ne? Das durch, allein schon hier durch diese leichten, durch die leichte Wölbung hier in der Rasenfläche drückt gerade der E-Flex hier so eine Kante rein. Das stört mich echt wahnsinnig. Ja, also man müsste wahrscheinlich nochmal sanden, damit die Fläche hier wirklich gut wird. Okay, ja, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich gerne. Wenn ihr mögt, dann habt ihr immer meine aktuellen Videos und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak freut sich auf euch. Ciao.